Star Wars mal ganz, ganz neu und ganz, ganz anders. Das ist und wird The Acolyte. Ja, die neue Serie, das neue Spin-off, nenne ich es mal, zur Star Wars Saga, was diesmal nicht in der Skywalker-Ära spielt, sondern in der High Republic. Es sind jetzt die ersten beiden Folgen draußen. Ich habe sie mir angeguckt, weil ich liebe Star Wars und ich habe mir dazu meine Meinung gebildet, sowohl positiv als auch vielleicht größtenteils eher negativ. Wenn euch meine Meinung interessiert, wie ich die Folge fand, was ich gut fand, was ich eher verbessern würde oder verändern würde und ihr kein Problem habt, damit gespoilert zu werden, denn es wird hier ein paar Spoiler geben, dann bleibt gerne dran und damit heiße ich direkt mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, The Acolyte, eine neue Serie auf Disney Plus im Star Wars Universum, weit, weit, weit entfernt, nicht nur in der weit, weit entfernten Galaxie, nein, auch von der Zeit her. Sowas hatten wir in Live-Action bis jetzt noch nicht. Es gibt sehr viele Comics, es gibt sehr viele animierte Serien, die schon ein wenig in der High Republic spielen, aber so wirklich kennen wir das Ganze nicht, weil wir uns meistens eher rund um die Skywalker-Sage halt von Anakin bis hin zu Rey befinden und ja, das hier ist mal ganz anders. Und damit komme ich direkt zu meinem ersten Punkt. Ich finde diesen Zeitansatz super geil. Ich liebe die Skywalker-Saga, ich liebe alles rumherum, die Spin-Offs, die Serien und. Aber wir brauchen mal was Neues, was Frisches. Wir wollen mal mehr von Star Wars sehen. Und das bekommen wir hier. Wir haben mehr offene Story, nichts mehr, was sich wirklich rund um den Auserwählten Spiel dreht, also nicht um Anakin spielt, sondern einfach wirklich in der früheren Zeit, die wir so noch nicht kennen. Als Beispiel, ich liebe das Spiel The Old Republic. Ich liebe diese Ära, diese Zeit, in der viele Sith nicht nur immer zwei waren, in der Zeit, wo es noch viele Jedi gab, wo das alles noch ein bisschen, naja, rustikaler war, noch alles im Oldschool Design, sage ich mal. Und ja, mit The Acolyte bekommen wir das zumindest ein bisschen, denn wir befinden uns hier in der High Republic, in der Hohen Republik, aber anscheinend, so wie ich das mitbekomme, relativ am Ende dieser Ära. Zwei Folgen sind gekommen und über beide werde ich jetzt ein bisschen reden, mal Bezug auf beide nehmen, mal Bezug auf nur eine nehmen und ich finde, das Erste, was mir in der ersten Folge aufgefallen ist, ist, Star Wars kann Kulissen bauen. Ich finde, rein optisch, rein von den Kostümen und auch von der, wie gesagt, von dem Set her, finde ich, sieht es schön aus. Ja, hier und da hat man ein paar Mankos. Hier und da sind die Kostüme vielleicht nicht so, ich weiß nicht, passend. Aber an für sich, es fühlt sich im ersten Moment schon ein bisschen an wie Star Wars. Dann sehen wir eine der Hauptprotagonistinnen und das ist die gute May. Sie kämpft in einer Bar und dann fliegen da ein paar Tische. Und was soll ich zu dem Kampf sagen? Das ist schwierig, denn dieser Kampf sieht sehr schwach aus. Wären da nicht die Soundeffekte von den Schlägen und den Tritten, wird dieser Kampf aussehen wie, als würden sie es, hätten sie es gerade geprobt. Ist ganz komisch irgendwie. Aber so schlecht ich ihren Kampfstil oder ihre Art zu kämpfen fand, so gut fand ich den von Trinity. Ja, es ist nicht Trinity, es ist die Schauspielerin von Trinity aus Matrix, man kennt sie. Ich weiß weder ihren Namen in der Serie gerade, noch ihren Schauspielernamen, also wie sie wirklich heißt. Ich habe es gerade nicht im Gedächtnis. Ich werde sie auch für das rechtliche Video Trinity nennen. Und ja, ihr Kampfstil hat mir gefallen. Die Kampfchoreografie mit ihr hat mir so gut gefallen. Es war straight up out of Matrix. Und was ich sehr, sehr geil fand und wo ich schon gehört habe, dass es einigen nicht so gut gefallen ist, wir verzichten, stand jetzt, sehr, sehr viel auf Lichtschwertkampf. Finde ich persönlich nicht schlecht, weil die Jedi nun mal auch welche sind, die sind nun mal, die Jedi stellen Mönche da, die Jedi stellen Leute da, die Kampfkunst eher als Verteidigung sehen sollten. Das haben wir halt nur anders beigebracht bekommen, weil damals zu der Zeit von Episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, haben wir ja schon gesehen, die Jedi müssen kämpfen. Es müssen Krieger, es müssen Soldaten sein, aber es sollte es ja nicht sein. Jedis sollten Friedensbehüter sein, die erst dann angreifen, wenn es sein muss. Und das hat man hier, finde ich, gut gesehen, denn dieser Kampfstil war einfach so, keine Ahnung, Shaolin-mäßig, Verteidigungs-Dingsbums. Ich fand es richtig geil. Hat mir super gefallen. Klar, Lichtschwertkampf ist auch immer was Geiles und ich hoffe, wir bekommen auch noch viel Action. Aber grundlegend fand ich das mit Trinity und dieser ganzen Szene richtig nice eigentlich. Aber was passiert dann? Ja, Spoiler Alert, Trinity stirbt. Also ich muss diesen Namen doch nicht so oft verwenden. Denn ich habe das nicht so ganz verstanden. Logisch, verstehe den Aspekt und es wird auch in der Story erklärt, was hier passiert. Aber warum denn sie? Sie hätte im ganzen Film so gut reingepasst. Wirklich, sie hatte vielleicht eine Screentime von 5 Minuten. Vielleicht sehen wir noch mehr. Vielleicht ist sie nicht tot, wir kennen es, man muss nicht immer tot sein in Star Wars. Vielleicht werden wir noch mehr sehen, aber Stand jetzt hat sie eine Screamtime von, wie gesagt, 3, 4, 5 Minuten maximal, wenn überhaupt. Und ich finde es verschwendetes Potenzial, dass sie hätte so gut, sie passt so gut rein in diese Rolle. Klar, man sieht nur Trinity, aber ich finde, das passt und es wäre so gut gewesen, was, aber naja, hätte, wäre, wenn.
haben wir leider nicht bekommen. Kommen wir in die nächste Szene. Wir schneiden auf ein Raumschiff. Dann bekommen wir unsere zweite Hauptdarstellerin vorgestellt und das, naja, ist die gleiche. Nur halt heißt sie hier nicht May, sondern Osha. Da kommen wir später drauf zu sprechen. Verschwendetes Potenzial an der Stelle in meinen Augen. Und ja, was hat Osha, was mich wirklich mittlerweile einfach nur noch in Star Wars abfuckt? Natürlich hat sie einen Sidekick und das ist ein Droide. Und natürlich versteht sie auch Druidisch, weil das tut jeder Hauptcharakter in Star Wars, ob es ein R2 ist, Anakin oder Luke, ob es ein BD-1 ist, ob es ein BB-8 ist. Irgendwie ist es zum Trend geworden, jedem neuen Star Wars Charakter einen Druiden-Sidekick zu geben. Und ich finde, es ist langsam einfach nur ausgelutscht. Ich finde, sie sind alle süß auf ihre Art und Weise und cool. R2 und BB-8 gerade so mega sympathische Dinger. Aber irgendwann sollte es reichen. Finde ich zumindest. Davon abgesehen ist dieses Ding stand jetzt wirklich nicht so wirklich zu gebrauchen. Es ist eher nutzlos und es ist eher so da, um zu zeigen, ach, guck mal, wir haben schon wieder hier so einen Roboter-Sidekick. Yeah. Fand ich so unnötig, aber es wird auch nicht halt das große Augenmerk drauf gelegt. Es ist nicht, bis jetzt nicht so wichtig, aber es ist ein Punkt, den ich halt einfach schon direkt nervig fand. Springen wir ein wenig in der Szenerie weiter und wir lernen einen weiteren Charakter kennen. Und zwar ist das der gute Squid Game Dude. Naja. Also zumindest ist das der Schauspieler aus Squid Game. Lee Jung-ji, wahrscheinlich wird es so ausgesprochen, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall Lee mit Vornamen, so viel weiß ich. Das ist der Typ, der bei Squid Game mitgespielt hat und spielt hier einen Jedi-Meister. Und was soll ich sagen? Ich finde, das passt. Es passt. Es ist, man hat zwar immer dieses Squid Game vor Augen, aber an für sich muss ich sagen, der passt in die Rolle, gerade mit diesen langen Haaren. Es könnte straight up auch in den ersten Trilogien vorgekommen sein, dass er halt mit dabei gewesen wäre. Er passt voll gut rein. Wie gesagt, man verbindet es halt jetzt eher mit Squid Game, aber es passt gut rein. Gibt diesen schlauer Jedi-Meister-Vibe, gibt der halt richtig gut rüber. Aber das ist halt auch wirklich so der einzige Charakter, der irgendwas rübergibt. Und da kommen wir zu einem großen Schwachpunkt, den ich in der ersten Folge schon festgestellt habe, den auch mein YouTube-Kollege Director Dennis, der Kanal ist mal hier irgendwo verlinkt und auch das Video dazu, in seiner Review zu den ersten zwei Folgen gesagt hat. Checkt sie gerne aus an der Stelle. Er meinte nämlich, das Problem mit diesen Charakteren, man bondet nicht so wirklich mit ihnen. Also man hat noch keine Verbindung, die aufgebaut wird, vielleicht weil es halt erst die ersten zwei Folgen sind, aber irgendwie die Charaktere sind alle so plump. Sonst hat man immer dieses, okay, man kann sich entweder mit dem Charakter identifizieren oder man kann absolut nicht verstehen, was mit dem Charakter los ist. Irgendwelche Emotionen kommen bei einem ja nur hoch. Und hier ist es irgendwie, fühlt es sich leer an, habe ich zumindest das Gefühl. Manche Charaktere bringen es mehr rüber, manche weniger. Gerade manche Gags, die eingebaut wurden, die hier und da aufgegriffen werden und die einfach nicht gepasst haben in diese Zeit. Also unter dieser High Republic stelle ich mir eher was Ernstes vor. Diese eine Szene, ich glaube, das ist aber aus Folge 2, wo dieser eine Jedi-Ritter da seinen Umhang dampfreinigt. Meister So, danke, dass ihr mich ausgewählt habt. Ich hätte Osha begleiten sollen. Ich entschuldige mich für meinen Fehler. Wir brechen in 5 Minuten auf. Ich werde es wieder gut machen. Jord, zieht euch wieder an. Serious? Ja, okay, die ist lustig und vielleicht finden die auch, die heutige Generation an Star Wars Fans lacht darüber ein bisschen, aber ich finde, das nimmt so ein wenig die Ernsthaftigkeit der Jedi und vor allem die Ernsthaftigkeit dieser Zeit. Zu einer Zeit von der Rey wäre das kein Problem gewesen, da hätte ich gesagt, klar, natürlich macht die das, macht die ihren Dampf, reinigt die das Ding. Aber hier hat man irgendwie das Gefühl, es ist gewollt und nicht gekonnt, diesen Humor einfach einzubauen für die jüngere Generation, damit die halt auch hier einen Hahaha-Effekt haben. Aber passend tut es, finde ich, nicht und das tut den Charakteren auch wirklich nichts Gutes. Und dann im Jedi-Ritter und dann im Jedi-Meister stelle ich mir eine ernste Persönlichkeit vor. Jemand, der weise ist oder vielleicht mal so einen Witz raushaut wie einen Yoda oder halt vielleicht mal so einen kecken Humor hat wie halt einen Anakin. Aber das hier hat nicht gepasst, war für mich kein Jedi-Ritter-Moment. Aber auch das kann man sagen, ist vielleicht kleinkariert und man muss sich nicht darüber aufregen. Ja, und am Ende von Folge 1 hören wir einen bösen Menschen potenziell durch eine potenzielle Maske sprechen und der steht dann da am Wasser auf einem Felsen und aktiviert sein rotes Lichtschwert und wir wissen, ein Sith Lord, einer der neuen ersten Sith Lords und was soll ich sagen, ich bin gespannt. Seine Stimme, im Deutschen zumindest, hörte sich schon sehr episch an und auch diese Rede an für sich hörte sich gut an, aber ich hoffe eine Sache. Ich hoffe, wir haben hier keinen Kylo Ren 2.0, weil das Einzige, was ich an Kylo Ren richtig beschissen fand, ja, die Maske war cool, aber er hat sie nicht gebraucht. Er hat sie einfach nur wie so ein Cosplay getragen. Och, guck mal, Darth Vader, mein Onkel, mein Opa, ich mach dir jetzt nach. Darth Vader hat die Maske gebraucht. Der konnte ohne nicht so wirklich. Und das hoffe ich hier auch. Ich finde, diese Masken in Star Wars, die müssen einen Grund haben.
Da muss nicht so was von wegen, ich möchte jetzt fancy aussehen, ich möchte jetzt toll aussehen. So eine Maske, die vor allem die Stimme beeinflusst, muss einen Grund haben. Hoffentlich hat es hierbei. Springen wir in die nächste Folge und Spoiler an der Stelle direkt schon wieder. Ja, May und Osha sind Zwillinge. Beide dachten, die andere wäre tot und die eine hat sich halt auf die gute Seite geschlagen, die andere auf die böse und irgendwie versuchen die eine sich zu rächen und bla bla bla. Was da rumherum ist, das schaut euch besser selber an, ist besser, ihr hört es euch selber an, aber ich finde dieses Potenzial, was sie hier hatten, so verschwendet. Wieso haben wir hier Zwillinge? Ah, haben wir das schon in den Old Republic Spielen? Da hatten wir auch schon mal so ein Zwillingsding. Der eine eher böserer als der andere und der andere ein bisschen netter. Aber hier hätte ich, vor allem weil es in der ersten Folge komplett darauf hindeutet, hätte ich viel lieber dieses Potenzial ausgeschöpft in Hinsicht von einem, naja, schizophren gespaltenen Persönlichkeitscharakter. Einem Jedi-Sith in Anführungsstrichen. Wieso haben sie nicht wirklich dafür gesorgt, dass es so aussieht, als wäre Osha einfach gespaltene Persönlichkeit? Einmal May, einmal Osha. Und das repräsentiert einfach nur den Willen ihrer Schwester und nicht, es ist wirklich die Schwester, die zufälligerweise doch überlebt hat. Weil da ist schon wieder dieser, na, ich würde es einfach mal sagen, Mary Sue-Effekt. Alle überleben zufällig diesen großen Brand, bei dem sonst alle gestorben sind. Fand ich ein bisschen zu, naja, gekonnt. So, oh ja, natürlich habe ich das überlebt. Ich hätte es wirklich viel cooler gefunden, wenn man hier so einen Charakter gehabt hätte, der einfach in sich gespalten ist, nicht versteht, warum seine dunkle Seite das macht oder es vielleicht gar nicht weiß. Es wäre viel mehr Plot-Twist gewesen. Wir hätten viel mehr Drama gehabt, von wegen, wie gehen wir mit dieser Person um? Die dunkle Seite hat Bekanntschaften und Freunde, die helle Seite hat Freunde und Familie. Die kann man ja dann nicht einfach so abmurksen, ohne sich zu denken, oh nein, aber wenn ich die böse Seite töte, töte ich auch die gute Seite. Das fällt hier weg. Natürlich, ich sehe jetzt schon voraus, May, also die böse Zwillingsschwester, wird sich am Ende doch auf die Seite der Guten schlagen und vielleicht wird Osha, die gute Zwillingsschwester, mal ganz kurz die böse Seite anschnuppern, aber ich kann euch jetzt schon diesen Plot am Ende verraten und es wird sein, die werden sich beide in den Armen liegen und Friede, Freude, Eierkuchen sein. Warum nicht mal was Neues ausprobieren? Einen Jedi, Sith, schizophrenen Menschen, der nicht weiß, dass er Jedi oder Sith ist, nicht weiß, dass er gut und böse ist. Ich denke, ihr versteht das Potenzial, was hier nicht genutzt wurde. Wäre vielleicht auch schwerer zu erzählen gewesen, aber ich hätte es cool gefunden. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare eure Meinung lassen, ob ihr das auch gleich seht. Und dann kommen wir jetzt zu einem Punkt, den ich als dicken, fetten, riesigen Negativpunkt auffasse. Und hier wird an der Stelle direkt gesagt, hier geht es nicht um irgendeine Art Bodyshaming. Definitiv nicht. Das hat hier nichts mit zu tun. Wir wissen alle, Wokeness ist in Star Wars wirklich extrem groß. Und ich muss sagen, teilweise ist es mir noch egal. Star Wars war schon immer Multikulti. Es gibt wie viele verschiedene Arten von Wesen. Es gibt unheimlich viele Rassen, untereinander gemischt, alles mögliche. Das war Star Wars schon immer. Wir hatten die Hutten, wir hatten die, bla bla bla. Alles mögliche war immer durchgemischt. Und es war cool, weil es nicht so da drauf gezeigt wurde. Es war einfach da. Und jetzt haben wir eine Sache. Und verbessert mich, falls ich hier falsch liege. Und den Schauspieler, der soll hier in keinster Weise angegriffen werden. Ihr seht mich selbst, ich bin selbst nicht die dünnste und schlankeste der Person. Aber wie kann es sein, dass ein Jedi-Ritter dick ist? Wirklich, als ich diesen Typen gesehen habe, wie gesagt, nichts gegen ihn. Gottes Willen, wahrscheinlich ein super guter Schauspieler und er hat die Rolle, die er da hatte, diese kurze Szene, auch dementsprechend gut gespielt. Er war halt dieser Comic Relief, er war der dicke Tollpatschige vielleicht hier und da. Aber Leute, ihr könnt mir nicht sagen, dass es einen Jedi-Ritter oder Jedi-Meister gibt, der so voluminös ist und dann noch kämpfen kann. Leute, irgendwo hört's auf. Wirklich, da fühle ich mich angegriffen. Vielleicht überdramatisiere ich das. Ja, auch wie gesagt, es soll kein Bodyshaming sein, nichts dergleichen. Es geht mir nur ums Prinzip. Wenn ich einen Bodybuilder zeige, dann zeige ich auch keine dicke Person. Ich zeige eine muskulöse Person, die trainiert hat. Und wie nochmal, Jedi sollen Mönche darstellen, sollen Kämpfer darstellen, sollen Friedenshüter darstellen, die halt in Kampfkunst mit dem Schwert, aber auch mit Faustkampf gut ausgebildet wurden. Martial Arts mäßig. Und da passt das nicht ins Bild. Wie gesagt, verbessert mich, falls es so einen Charakter schon mal gab. Klar, schwer, also groß, kräftig ist die eine Sache, aber dieser Jedi war halt wirklich dick. Wie gesagt, kein Shaming an den Typen. Der Schauspieler, wie gesagt, wahrscheinlich ein netter Dude und wahrscheinlich auch ein guter Schauspieler, aber nicht als Jedi. Ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Das, ne? Ich lasse es so stehen. Jeder muss sich da seine eigene Meinung bilden. Ich bin nur der Meinung, das passt nicht. Es passt einfach nicht. Es geht nicht. Nee, passt für mich nicht. Kommen wir aber zu was Positiven. Und zwar kommen wir zu Daphne Keane oder Ken, die Schauspielerin von Logan, also X23 oder wie sie hieß. Ja, die spielt hier auch eine Rolle. Und zwar Jackie Lone. Eine Jedi-Padawan, glaube ich, tatsächlich. Und sie ist, ich finde, top in der Rolle. Ich finde, es passt so gut. Wenn ich nicht gegoogelt hätte, hätte ich sie nicht erkannt. Ich hätte sie nicht als die gleiche Schauspielerin wie aus Logan identifiziert. Und ich finde es gut, sie dazu haben. Sie spielt die Rolle gut. Sie hat diese gleiche kecke Art, sag ich mal. Sie ist so der Charakter, der Witzchen macht, aber halt in diesem Anakin-Style, in diesem hahaha, kokecken Humor irgendwie,
Hat mir super gefallen und ich hoffe, das sehen wir vielleicht öfter. Vielleicht nach der Serie auch mehr, weil auch die Art, was sie für eine Rasse ist, ich weiß es gar nicht genau. Ich weiß nicht, irgendwie hat es mich zeitweise an den Zabrek, also das, was Darth Maul ist, erinnert, aber irgendwie auch nicht. Schreibt es in die Kommentare, was ist sie in Star Wars? Ich fand sie aber wirklich top. Ich finde es gut, dass sie von Logan weg ist. Ich habe sie legit in keiner anderen Rolle jemals gesehen. Vielleicht einfach nicht drauf geachtet. Aber hier, sie passte rein. Ich fand es voll okay, guter Cast. An der Stelle kann man einfach mal sagen. Und da wir in der zweiten Folge nochmal einen Hand-to-Hand-Combat-Kampf sehen, möchte ich hier nochmal auf was gehen. Die Kampfchoreo ist wirklich 50-50. Einige Leute beschweren sich wirklich abgöttisch darüber, wie scheiße diese Kampfchoreografie ist. Und teilweise kann ich es nachvollziehen. Ich denke, es ist halt einfach langsamer. Es ist langsamer, es ist nicht schnelles Hüpfen, Springen, so wie Yoda-mäßig. Es ist langsam, gemütlich, es ist einfach. Und ich muss sagen, das ist halt wirklich ein 50-50-Ding. Mir gefällt es nach wie vor. Manche Kampfchoreografien sehen ein bisschen, wie gesagt, versucht und nicht gekonnt aus. So als hätten sie es gerade geprobt und hätten es einfach nebenbei aufgenommen und gesagt, lass mal so, ist im Kasten. Aber an für sich dieses weniger Lichtschwert finde ich persönlich gar nicht so schlimm. Klar, Lichtschwert gehört zu Star Wars, aber wir müssen daran immer noch festhalten. In der High Republic-Zeit hatten die Jedi nicht so viele Kampfaufgaben. Sie waren da wirklich nur als Bringer des Friedens, als Schützer des Friedens quasi da und dementsprechend vielleicht auch einfach keine Kämpfer oder halt nicht viel Lichtschwertkämpfer, was nicht verkehrt ist. Weil eine Sache, die hier viele Leute falsch machen und ich mache es eigentlich ja auch gerne, aber die Sache, also The Acolyte oder allgemein die neuen Disney-Star Wars-Projekte mit den alten zu vergleichen, das kann man nicht machen. Das ist wie, als würde ich einen Apfel mit einem Schnitzel vergleichen. Das ist was komplett anderes. Es ist im Kern ja schon was anderes. Ich finde es nicht unbedingt gut, wie es sich entwickelt. Definitiv nicht. Genau, also gerade erst recht in diese ultra aufs Auge pressen Woke-Richtung. Muss nicht sein. Star Wars hat das nicht nötig. Es ist, wie gesagt, genug Multikulti da. Das ist vollkommen okay. Und allgemein, wo das sich hinlenkt, in welche Richtung es gehen soll, ist schwierig. Ich mag die alten Sachen auch mehr, aber trotzdem ist das hier für das, was es sein will und das, was es sein soll, nämlich Disney Star Wars, finde ich nicht schlecht. Außerdem muss man an der Stelle sagen, wir haben 1 und 2, also Folge 1 und 2 bis jetzt. Und es kommen noch 8, also ich glaube jetzt noch 6 Folgen, 6 oder 7 Folgen. Da kann auch noch einiges passieren. Man muss immer sagen, die haben ja nun ein gewisses Budget für diese ganze Serie und das müssen sie ja aufteilen. Wenn die natürlich jetzt immer genau perfekt auf die Folgen aufteilen, dann haben wir durchschnittlich gute Folgen. Aber wir sehen es bei Ahsoka, wir sehen es bei sehr vielen anderen Serien, die immer nur ein gewisses Budget zur Verfügung haben. Das meiste Budget läuft dann in eine spezielle Folge, die wirklich over the top ist, damit das auch schön aussieht. Und der Rest ist dann halt eher nun mal bodenständig. Wie gesagt, ich finde es nicht unbedingt schlimm. Ich hoffe natürlich auch noch, es kommt mehr Action, auch mehr Lichtschwert-Action. Ich gehe stark davon aus, dass wir das bekommen werden. Aber wie gesagt, ich verstehe die Leute, die sagen, das hat nichts mehr mit Star Wars zu tun. Ich verstehe aber auch die Leute, die sagen, hey, das ist doch okay für das, was es halt sein soll. Fazit zu dem Ganzen, also Folge 1 fand ich ganz okay. Schade, dass Trinity halt direkt verfeuert wurde, finde ich super doof. Aber grundlegend wirkt das jetzt erstmal nicht so schlecht. Es war okay. Als Einstieg vielleicht ein bisschen schwach. Man hätte ein bisschen mehr Power in die erste Folge stecken sollen. Aber naja, Folge 2 fand ich minimal schwierig, also sowohl ein bisschen besser als auch ein bisschen schlechter. Es war zwar mehr Action, ein bisschen mehr Story, aber gleichzeitig war es auch in der Hinsicht schwächer, da wir hier wirklich so viel Story und so viel Wissen durchgepaukt bekommen, dass es einfach viel zu schnell ist. Man hat das Gefühl, man wird hier durchgeschubst, als gäbe es keinen Morgen mehr, um so viel wie möglich da reinzuböllern. Und das ist ein Problem der heutigen Serienzeit, da kommen wir auch wahrscheinlich nicht mehr so schnell raus. Ganz viel auf ganz wenig Raum. Grundlegend würde ich sagen, lohnt sich The Acolyte? Ja, wenn ihr Disney Plus habt und Star Wars Fan seid, so im Grundlegenden, ja, guckt es euch an, es ist nichts ultra schlechtes. Es ist aber auch nichts, wo ich sage, oh mein Gott, ein Meisterwerk. Natürlich hat es seine Macken und natürlich schlechte Szenen, aber alles in allem ist es okay. Man muss sagen, man muss jetzt mal abwarten. Vielleicht wird es besser, vielleicht wird es schlechter. Hoffen wir, es wird besser. Abschließend kann ich euch jetzt nur fragen, wie fandet ihr die Serie bis jetzt? Habt ihr sie schon gesehen? Wenn nein, wollt ihr sie euch angucken und dann gerne auch eure Pros und Kontras zu der Serie. Ich, wie gesagt, kann sie im Allgemeinen nur empfehlen. Wenn ihr Disney Plus habt, checkt sie gerne mal aus. Warum nicht? Es kostet ja nichts. Ihr bezahlt es ja sowieso. Selbst wenn die erste Folge einem nicht gefällt, dann kann man es ja immer noch absprechen. So ist es ja. Benotungstechnisch würde ich beiden Folgen zusammen, ja, keine Ahnung, von 10 Punkten, ja, vielleicht eine 6, 7... 6, 7 von 10 Punkten. Es war okay, es war aber nicht perfekt. So, und wenn euch jetzt das Video gefallen hat und ihr mehr Star Wars Action haben wollt, dann checkt auch gerne mal hier mein Star Wars Ranking aus und hier meine Meinung zur Ahsoka-Serie. Wenn euch das interessiert, checkt allgemein den ganzen Kanal mal aus. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Jetzt möchte ich das Video nicht noch länger strecken, als es sowieso schon ist. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.